Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute beschäftigen wir uns mit dem ersten Fiction-Gesetz. Dazu betrachten wir zunächst einmal, was passiert, wenn man einen Tropfen Tinte in ein Glas, das mit Wasser gefüllt ist, tropft. Das Glas wird dabei nicht bewegt und das Wasser auch nicht umgerührt. Es wird einfach in Ruhe stehen gelassen. Wie man sieht, verteilt sich der Tropfen im Wasser und färbt dieses langsam blau. Bis jedoch das ganze Wasser blau gefärbt ist, dauert es einige Zeit. Aber wie funktioniert das eigentlich? Warum verteilt sich der Farbstoff bzw. die Tinte freiwillig im Wasser und bleibt nicht einfach konzentriert an der Stelle, an der sie hineingegeben wurde, obwohl es keine Durchmischung von außen gibt? Der Grund dafür ist die Diffusion. Diese lässt sich durch das erste Fick'sche Gesetz berechnen. Diffusion ist die freiwillige Durchmischung eines Stoffes in einem anderen. Oder anders gesagt, Transport ohne Strömung. Die Voraussetzung dafür ist ein Konzentrationsgradient. Beim Versuch mit der Tinte, die ins Wasser getropft wird, gibt es zu Beginn auch einen Konzentrationsgradienten. Die Konzentration ist punktuell an der Stelle, an der sich die Farbmoleküle befinden, die in dieser Abbildung als rote Punkte dargestellt sind, hoch und im umgebenden Wasser niedrig. Erst mit der Zeit verteilt sich die Tinte dann im Wasser und sorgt so für einen Konzentrationsausgleich. Links ist das reine Wasser dargestellt. In ihm befinden sich noch keine Farbmoleküle der Tinte. Daher ist die Konzentration im reinen Wasser niedrig. Rechts ist die gerade eingetropfte Tinte dargestellt. Dort ist die Konzentration der Farbmoleküle sehr hoch. Zwischen diesen beiden Bereichen besteht ein Konzentrationsgefälle. Im folgenden Beispiel wird nun angenommen, dass der Gradient zwischen der hohen und der niedrigen Konzentration linear verläuft. Er könnte aber auch gekrümmt verlaufen. Je steiler der Gradient zwischen den unterschiedlichen Konzentrationen ist, desto schneller erfolgt der Konzentrationsausgleich. Im folgenden Diagramm wird nun der Gradient einmal näher betrachtet. Dazu wurde auf der Y-Achse die Stoffmengenkonzentration und auf der X-Achse der Weg aufgetragen. Der Gradient wird beschrieben durch dc nach dx. Er berechnet sich also über den Quotienten der Stoffmengenkonzentration und der Ortskonstante. Die Geschwindigkeit des Transports wird durch die Stoffmengenflussdichte beschrieben. Diese verläuft immer vom Ort der hohen Konzentration zum Ort der niedrigen Konzentration. Die Stoffmengenflussdichte sagt aus, wie viel Stoffmenge pro Zeit durch eine bestimmte Fläche fließt. Die Flussdichte und der Gradient sind proportional zueinander mit dem Proportionalitätsfaktor d. Sehen wir uns die Gleichung nun einmal genauer an. Die Stoffmengenflussdichte berechnet sich aus dem Quotienten der Stoffmenge und dem Produkt aus der Fläche und der Zeit. Diese ist proportional zum Gradienten, also zur Steigung, mit dem Proportionalitätsfaktor d. Dieser wird auch als Diffusionskonstante bezeichnet. D ist ein Maß dafür, wie schnell die Diffusion bei gegebenem Gradienten abläuft, also für die Beweglichkeit der Teilchen, und ist abhängig von dem Stoff, der diffundiert, vom Medium, in dem der Stoff diffundiert, von der Temperatur und vom Druck. In Flüssigkeiten, wie zum Beispiel in Wasser, geht die Diffusion eher langsam voran, während die Diffusion in ruhenden Gasen wesentlich schneller verläuft. Durch eine mathematische Konvektion erhält die Diffusionskonstante ein negatives Vorzeichen, da der Transport entlang des Konzentrationsgefälles verläuft. Dies ist das erste Fick'sche Gesetz der Diffusion. Die Voraussetzung für das erste Fick'sche Gesetz ist eine stationäre Diffusion, das heißt, dass das Konzentrationsgefälle konstant bleibt und sich die äußeren Einflüsse auf das System nicht ändern. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.